Ja, wir sind hier unten im Hafen, im Bude, und müssen mit der Fähre rüber nach Bolga. Es ist eine kleine Insel, die ungefähr 120 Einwohner nur hat. Es ist auch abgelegen diesmal. Wird vielleicht für manch einen einsam werden, aber ich denke, die Fische werden uns Genugtuung schenken, dass wir zufrieden wieder nach Hause fahren. Also liebe Angelfreunde, wir sind jetzt hier auf dem 23 Fuß Boot, das ausgerüstet ist mit einem 90 PS Motor. Wir haben eine neue GPS Anlage, sodass wir also auch hier sicher durch die Schären kommen. Ansonsten ist das sehr geräumig, das Boot, also für vier Mann gut geeignet zum Angeln. Bei ca. 50 Meter, fast bis runter gelassen und ein Köhler brachial eingestiegen. Jetzt versuchen wir den zu landen. Ach, es ist gar kein Köhler, es ist ein schöner Dorsch. Ja, leider ist er abgegangen. Dir fällt nichts anderes dazu ein? Nee, da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein.
liebe Angelfreunde, der erste Angeltag ist vorbei. Wir haben viel Erfolg gehabt, vor allen Dingen große Dorsche. Und das hat einen riesen Spaß gemacht, diese zu landen. So, liebe Angelfreunde, wir wollen euch heute mal anhand der Seekarte ein wenig Wolga und die Umgebung, also die Regionen und die Bereiche, in denen man doch hier vorrangig angeln sollte, etwas näher bringen. Also Wolga selber, seht ihr hier, ist die Insel, die also mitten im äußeren Schärenbereich liegt. Eine auffällig große Insel natürlich. Der höchste Punkt, den haben wir gestern also auch entsprechend bestiegen. 338 Meter über Meeresspiegel befindlich, sieht man natürlich deutlich markant, natürlich auch an der Silhouette dieser Insel, eine deutlich herausragende Felsennase, die langsam von Ost nach West ansteigt. So, das Camp liegt ungefähr hier, also auf der Ostseite der Insel, geschützt natürlich auch, insbesondere durch die häufigen Nord- und Westwinde. Das heißt also, der obere Schärengürtel schützt schon mal das Ganze, den ganzen Bereich, sodass hier also relativ geringe Wellenfrequenzen ankommen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal natürlich bei relativ starkem Wind aus Nord sich hinter der Insel entsprechend zu verkriechen und um die entsprechenden Rinnen, die also auch entsprechend von Südwest nach Nordost verlaufen, angeln zu können, dadurch sich durchtreiben zu lassen, in der Hoffnung, da vielleicht auch mal ein Heilwurf in den vielen, auch vor allem durch Sand gekennzeichneten Böden zu fangen. Passt das Wetter natürlich allerdings, dann sollte man natürlich versuchen, über die Nordausgänge hier direkt gelegen, hier im Bereich Bogen zum Beispiel, herauszufahren. Da sind wir übrigens auch gestern gewesen, hier an der Stelle haben wir gestern auch die Schellfische geangelt. Oder aber nordwestliche Ausfahrt hier oben zu nehmen, um in die Gebiet um Ternholm zu kommen, über den Ternholm-Fjorden, das ist ein relativ tiefer Einschnitt, nochmal mit 200er Gewässertiefen rüberzufahren auf ein großes Untiefengebiet im oberen Bereich, das also sich hier teilweise über 6, 7, 8 Kilometer die Länge zieht. Dort haben wir also Wassertiefen zwischen 15 und 60, 70 Metern, das Ganze umströmt von tiefem Wasser bis runter auf 200 Metern zum Teil. Sehr abwechslungsreiche Strukturen, wo wir also auch kleine Inselchen wieder rausgucken sehen und wo auch gerade auf den Flachstellen sehr, sehr viele kleine Seelachse unterwegs sind und in den daneben liegenden Gebieten um die 25 bis 40 Meter haben wir relativ feinen Mischgrund, kann man sagen, oder haben wir festgestellt. Und da haben wir also auch schon Heilbutt-Kontakt gehabt. Eine andere Alternative ergibt sich bei entsprechend starkem Nord- oder auch Nordostwind, dass man eventuell hinter die erste große Schärenkante fahren würde. So hat man hier also auch einen relativ geschützten Bereich. Hier kann man auch bei 6, 7 Windmetern also noch ganz gut angeln. Hat man natürlich entsprechende Drift, aber man hat auch hier entsprechende Möglichkeiten, da draußen zu angeln. Es gibt sogar, das ist auf der Karte leider jetzt nicht drauf, hier draußen auch noch ein paar Flachstellen, die auch sehr, sehr interessant sind. Des Weiteren haben wir südlich gelegen auch die Möglichkeit, bei entsprechenden Wetterbedingungen Plätze aufzusuchen. Hier zum Beispiel im unteren Bereich des Skarsfjorden haben wir Bereiche, wo wir sehr schnell von flachem Wasser ins Tiefe kommen, von über 200 Meter. Dort ist eine entsprechend klassische Rotbarschkante. Oder auch weiter südlich hier in diesem Bereich sind auch sehr schöne Stellen für Überbeiße auf Dorsch, haben wir vor 2 Jahren bereits getestet. In der Nähe, unmittelbar daneben, also auch Rotbarschstellen, weil auch hier das Wasser tief auf über 250 Meter abfällt. Der Angeltag heute.
Wir wollen gezielt auf Butt gehen. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar Zappler, aber mit Lebenköder arbeiten wollen. Ja. Und wir werden es halt probieren. Gestern hatten wir nicht das Glück, vorgestern hatten wir auch nicht das Glück. Heute werden wir gezielt darauf angeln. Und dazu werden wir uns hier ein paar kleine Fische angeln, wie der Jens schon sagte, um dass wir mit dem Bildherd hier mal richtig zur Sache gehen können. Die Zappler beißen, zur Sache gehen. Sehr zeitig rausgefahren, da ja die Wetterprognose nicht so besonders war, haben wir uns früh auf den Weg gemacht und der erste Versuch ist auch schief gelaufen, da noch ganz schön Wind hier drauf stand. Aber dann nachher der zweite Versuch hat geklappt und wir sind wirklich hinten rausgekommen zum Leuchtturm und haben bis jetzt auch einen schönen Angeltag gehabt. Also die Dorsche haben gut gebissen, wir haben einen Heilrutt gefangen, haben auch noch zwei, drei Bisse gehabt, aber leider nicht gekriegt. Und die Sonne ist uns jetzt auch wieder gegeben, wir sitzen hier also wunderbar, wir haben unsere Anstecker, wir versuchen es weiterhin, unseren Heilrutt oder einen anderen Fisch zu bekommen. Ansonsten, ich kann nur sagen, eine wunderbare Angel. Fertig. Wir sind jetzt eben noch mal auf den 16er Bump gefahren und eine Überraschung, nicht nur die Zappler waren da, sondern auch, Jens, was haben wir gefangen? Schöne große Makrelen. Kannst du da gleich noch mal hochzeigen eine? So, schöne große Makrelen, davon haben wir jetzt 8 Stück mitgenommen und die wandern heute Abend auf den Grill. Jo, danke dir. War schön, hat Spaß gemacht.
Gefunden hat, jemand vergessen. Erinnert an was? An eine Pflaume. Freunde, wir haben heute ein paar Wattwürmer gesucht und versuchen jetzt mal vom Steg aus ein paar Plattfische zu fangen. Dorsch gefangen, kann man fast sagen. Also vom Ufer aus, von unserem Anleger aus, einfach mal ins Hafenbecken geworfen. Und ja, wie gesagt, die gefrierten Gräuber sind überall. Schellfisch aus Sesam mit einer Champignon-Sahnesoße. Ja, man sieht die schönen Champignons hier drin. Dazu haben wir eine schöne norwegische Kartoffel uns heute aus dem Laden ganz frisch geholt. Und dazu ein süß-sauren Spitzkohlsalat. Gestern, wie gesagt, waren wir draußen. Schön nochmal, sind wir vor den Scheren gewesen kurz, bevor der große Wellengang kam, und haben Glück gehabt auf dieser Modderplattform, wo wir waren, so bei 50 Meter, haben wir schöne Schellfische gefangen und sogar noch einen kleinen Heilbutt, der wäre im Film auch noch wert. Und die werden wir uns heute schön einverleiben. Ja. Du hast jetzt also eine Seite nur mit Sesam? Ja, es wird auch vorbereitet. Seite, wie gesagt, weil nämlich Sesam Bitterwürze im Braten sollte man den Fisch auf eine Seite vorbraten, so gut wie es geht, und dann eben da halten wir das Ganze noch ein bisschen warm hier drin, dass wir alles durchgebraten haben, und dann können wir das auflegen. Jetzt haben wir das Ganze mal auf den Teller gelegt. Schaut euch das an, ich wünsche guten Appetit. Auch das kann man als Flugreisender in Norwegen hinbekommen. Geht alles. So, liebe Angelfreunde, heute am vorletzten Tag unserer Reise haben wir wieder ein bisschen Wind. Draußen sind 7-8 Meter. Wir warten noch ein bisschen, dass sich der Wind legt. Soll laut Prognose also auch noch nachlassen gegen Abend. Den Vormittag, den haben wir heute ganz sinnvoll wieder damit verbracht, indem wir die Gegend hier erkundet haben, entgegen unserer anderen Tour, die uns am Anfang unserer Tage hier auf den Berg führte, haben es heute mal gewagt, um die Insel herumzulaufen. Es wird ganz einfach, es gibt ein paar Steilhänge, aber auch da kommt man ganz gut dran vorbei. Sehr viel Geröll, aber letzten Endes hat man so nach 3-4 Kilometern in etwa auch die Insel umrundet. Wir werden jetzt noch versuchen, hier über das entsprechende Massiv, vielleicht sogar durch den Felsen hindurch eine Spalte zu nutzen, um dann wieder zum Basiscamp zurückzukehren.
Also wir wohnen hier im Haus 1. Ein sehr schönes, großes, geräumiges Haus. Eine Rampe zum Rauffahren. Alles wunderbar dafür geeignet. So, wie gesagt, hier sind die Stützen. Damit auch derjenige, der hier ein bisschen behindert ist, wunderbar auf Rippe gehen kann. Eine große Dusche zum Runterfahren. Glastür, alles wunderbar. Wir sind hier heute noch mal vor die Haustür gefahren, ungefähr 3-4 Kilometer raus. Ja, der Samstagabend hat es noch mal in sich. Wir haben heute schon vom Wetter her die volle Bandbreite bekommen. Heute Vormittag wunderbares, wunderschönes 16 Grad Norwegen-Wetter. Und zwischendurch hat sich dann so ein bisschen eingeregnet, wir wurden ein bisschen nass. Wir haben weiter geangelt und jetzt sind wir hier draußen wieder bei auflaufendem Wasser und zurzeit gehen gerade wieder die Dorsche in die Vollen. Wir haben hier mächtig zu tun. Da hinten kommt Achim sein Fisch. Jens hat eben gerade schon so eine Granate gelandet. Wir hoffen ja nun immer noch auf den großen Wurf. Aber zurzeit sind wir wieder in einen großen Dorschschwarm reingeraten. Ich habe auch einen Gummifisch drauf. Und auch bei Burkhardt geht gerade wieder die Post ab. Drei Routen auf einmal krumm. Wie gesagt, bei mir wissen wir ja nicht, was hier ist. Aber kann ein Dorsch sein. Da macht sich nur irre schwer. So, wir haben uns denn schon hinten aus bei Dobak als Landestelle. Hat sich hinten, wie gesagt, das Heck ganz gut gemacht. Da kannst du mal rüber. Wir hätten da. Da lässt sich der Flüchtling, um ihn dann entsprechend abzuhaken. So, weil wir so lange sind dort. Der hat sich hier mächtig eingedreht. Wunderschöne Farbe. Geht jetzt hier wie gesagt im Minutentakt mit den großen Fischen. Die Kisten sind längst voll und am zweiten Tag wie gesagt übervoll. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, mal doch auf einem dieser Plateaus noch einen schönen Fisch abzugrabbeln. Speziellen Heilbutt, den wir natürlich genauso zurücksetzen werden. Und auch die Dorsche, die sind alle zurückgegangen und fast alle haben das völlig unbeschadet überstanden.
auch alle ihr Maß haben, die Fische. Tschüss. Aber das wollen wir ja nun sehen. Was uns da gerade die Ehre macht, kann natürlich. Oh, 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 da geht er wieder ab. Da geht er wieder ab. Na, das ist kein Dorsch. Den würde ich auch. Das ist doch ein Butt. Oder ist es ein Dorsch? Oder was ist das? Delfin. Nee. Ein Delfin? Ein Delfin! Ein Delfin hat er gefangen? Ja, ja. Eine Granate. Alte Scheiße. Damit haben wir ja nur gar nicht gerechnet. Jetzt wissen wir auch, weil er so reingegangen ist. So. Nach Regen folgt Sonne. Und Sonne hat mal wieder zugeschlagen. Eieieiei. Ein schöner Dorsch. Ich schätze mal um die 13 Kilo. Ja. Köder war wieder ein Baithead und es geht hier am laufenden Band. Ich finde dies jetzt merklich nach. Wir sind jetzt doch rausgefahren wieder auf dem Tarn. Ach, weiß ich, wie der Platz ist. Da fehlt euch einfach mal. Auch auf der Karte habt ihr es ja gesehen. Da kommt der Fisch schon. Wird ein Heilbutt sein. Zeigt schon ein bisschen weiß. Fünf Minuten, wie gesagt, auf dem Platz. Haben gerade Köderfische gefangen, wollten gerade die Beta noch fertig machen. Einige hatten die schon fertig. Der hatte zweimal zugeschnappt, den hatte ich schon fast oben. Hab den nochmal abgelassen, hat er wieder zugeschnappt. Also. Man könnte denken, es ist eine Insel, es könnten Wolken sein, aber wir nehmen doch ganz stark an, dass das eine Fata Morgana ist. Stunde haben wir es noch mal im Überbeißer probiert und das hat hervorragend geklappt. Dann hat man dieses schöne Exemplar von Dorsch landen.